Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 50. Top-Lounge. Top-Location, Top-Gäste, Top-Gespräche und ich glaube auch Top-Essen. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Bleiben Sie dran. Lifestyle, Beauty, Sport. Also in der Herbstausgabe des Top-Magazins, da ist wirklich für jeden was dabei. Und wir hören uns jetzt mal um, was die Gäste dazu zu sagen haben. Gerade noch im Wahlkampfstress und jetzt schon bei der 50. Top-Lounge. Hey, Gimko, wie geht's Ihnen hier? Mir geht's sehr gut. Natürlich ist nach der Wahl vor der Wahl, wie wir sagen. Und die Arbeit hat mich schon wieder im Griff. Und letzten Endes gehört es auch dazu, hier Gespräche zu führen. Das heißt, bei der 50. Top-Lounge richtig mal entspannen, runterkommen und die nächsten Gespräche führen? Naja, also ich glaube hauptsächlich Gespräche führen, das heißt nicht nur Entspannung, aber ich genieße natürlich auch die Zeit hier zu sein. Was verbinden Sie denn generell mit dem Top-Magazin und der Top-Lounge? Ja, das Top-Magazin ist ein interessantes Leipziger Magazin, greift Themen auf, die uns hier vor Ort bewegen und ich lese es immer wieder gern. Der Abend ist gelungen, wie immer. Ralf Langer, Guido Schulz haben es halt drauf und Top-Lounge ist wirklich Netzwerken in Leipzig. Die beiden schaffen es immer wieder, die wichtigen Leute in dieser Stadt an einen Tisch bzw. in eine Location und einen Raum zu holen. Aber was verbinden Sie denn mit der 50. Top-Lounge? Ja, 50 mal Hochglanz, 50 mal, also ich kenne das Top-Magazin ja auch schon von den Betreibern vorher. Also man merkte dann schon einen Qualitätssprung, keine Frage. Ja, auch weiter so, kann man ruhig so sagen. Das Top-Magazin ist für mich ein Impulsgeber für die Region. Ich mag es, mich da inspirieren zu lassen, mal über den Tellerrand des eigenen Unternehmens rauszuschauen, wodurch man ja in seiner Position teilweise nicht so die Zeit und die Gelegenheit für hat. Und damit kann ich mir in einer kurzen Zeit einen tollen Querschnitt über andere Unternehmen, andere Angebote der Region holen. Was ist denn das Top-Magazin für Sie? Das zentrale Organ, wie es früher hieß, für Leipzig, Lifestyle. Schönes Leben, aber auch kompetente Unternehmen. Rosa und Rot, wir passen eigentlich gar nicht zusammen, aber doch, weil wir beide hier sind. Und ich frage Sie, was ist die 50. Top-Lounge für Sie? Es ist einfach nur ein Traum. Dieses Ambiente heute Abend hier in Leipzig, habe ich vorhin schon gesagt, findet man entweder in Italien, was ich sehr liebe, oder eben in Leipzig. Es ist einfach nur wunderschön. Frau Meurer, wenn man so einen schönen Abend hier mit so einem leckeren Rotwein verbringt, kann man dann noch nach Hause fahren? Ich habe gehört, Sie haben was mit Autos zu tun. Ja, mit Volvo. Und das schon seit 24 Jahren.
Und genau so lange wie das Top-Magazin. Aha. Und was ist die Top-Lounge? Wie verbringen Sie heute den Abend? Was ist das für Sie? Also wir verbringen den Abend wie immer zur Top-Lounge mit vielen guten Gesprächen. Lustig natürlich auch immer. Und man kennt immer mehr Leute. Das ist das Schöne dran. Ja, man lernt sich kennen. Irgendwann macht man gemeinsame Geschäfte und das ist schön. Und es fahren dann bestimmt mehr Volvos durch die Gegend. So, wir lesen ganz interessiert das Top-Magazin. Was ist denn das Top-Magazin für Sie? Ja, das ist so mit einem Satz nicht ganz einfach zu erklären. Wir haben ein bisschen Zeit und wir haben noch ein paar Sätze, super, die Sie sagen können. Also, das Top-Magazin besteht ja aus den drei Buchstaben TOP. Wenn man da oben liest, dann steht da die Firma Top of the Tops. Das ist eigentlich dieses Unternehmen, was das Warenzeichen weltweit geschützt hat. Dieses Unternehmen gehört mir und deswegen ist das Top-Magazin für mich eigentlich mein Lebensinhalt. Es ist einfach so, in Leipzig haben die Menschen, das merkt man immer wieder, ich bin gerne hier, das Herz am richtigen Fleck. Und das ist etwas, wo ich eigentlich leben wollte, ja? Wenn das manchmal das Leben leider nicht so gehen kann, wie man es dann will, weil man irgendwo Wurzeln geschlagen hat, aus dem man nicht rauskommt. Aber wenn es dann ein Wunschort wäre, wäre es aus meiner Sicht Leipzig. Das Top-Magazin aus Leipzig, was ist das für Sie? Das Top-Magazin ist ein Hochglanzmagazin, was in vielen Unternehmungen vertreten ist und viele Unternehmen repräsentiert. Und somit fühlen wir uns natürlich sehr wohl, da auch vertreten zu sein. Ich sage Ihnen jetzt was zum Thema Goldstücke. Sie haben da hinten noch zwei. Auf die sollten Sie aufpassen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Und da möchte ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wie ist denn der Abend? Wie ist denn die 50. Top-Lounge? Sensationelle Location. Wunderbar. Saniert, restauriert. Ganz, ganz toll, beeindruckend gemacht. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich hier zu Gast bin. Ja, Sie als Veranstaltungstechniker, ist das eine gelungene Top-Lounge? Ja, war perfekt. Die Top-Lounge ist für uns ein Treffen mit vielen guten Bekannten. Immer wieder, sag ich mal so. Und wir annoncieren natürlich, wir nutzen das Top-Magazin auch fürs Geschäft, ganz klar. Aber auch die Kontakte fürs Geschäft. Was ist denn die 50. Top-Lounge für Sie? Ja, ist auf jeden Fall ein Jubiläum, was es zu feiern gilt. Und den 50. den darf man feiern, soll man auch feiern. Und es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass man nach 50 Ausgaben immer noch da ist. It's like a loop machine. Das war sie, die 50. Top-Lounge mit tollen Gesprächen, ganz leckerem Wein, gutem Essen und vor allen Dingen ganz vielen tollen Gästen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.